Lukas Böder, erst einmal Glückwunsch zum 5:2 Sieg gegen den VfB Lübeck. Was überwiegt denn heute mehr? Die Freude über den Sieg oder dass ihr endlich mal wieder bei Sonnenschein Fußball spielen konntet? Puh, ich würde sagen beides. Also die Sonne tat auch definitiv heute mal gut. Gestern und davor, die Tage waren nicht so prickelnd auf dem Platz zu stehen. Haben es dennoch überlebt und deshalb war es heute auch gut bei Sonnenschein 5:2 zu gewinnen. Das tat beides sehr gut. Zum Sieg habe ich schon gratuliert, wozu ich noch nicht gratuliert habe. Das war dein zweiter Assist im dritten Testspiel. Wie sehr freust du dich persönlich darüber und vielleicht erzählst du uns einmal, wie es dazu gekommen ist heute? Ja gut, also ich freue mich natürlich über Assists, ne? Ist immer gut für die Statistik. Kannst natürlich auch gut spielen, ohne Assists zu machen, aber wenn du dann Assists machst, dann belohnst du dich ein bisschen für die gute Leistung. Dementsprechend freue ich mich darüber und ich bin dazu gekommen, keine Ahnung, ich hatte den Ball außen, habe den Ball reingeflankt und Berno stand ganz gut, die Flanke kam ganz gut und dann hat er den Kopf hingehalten. Und hat ein Türchen gemacht, das war sehr gut. Ihr habt jetzt seit dem 5. Januar 12 Tage hart durchtrainiert. Wie fällt dein Zwischenfazit bis jetzt aus? Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung, auch vielleicht für dich selber? Och, ich bin sehr zufrieden eigentlich. Es war auch eine relativ angenehme Vorbereitung, da sie halt auch relativ kurz ist und wir gar nicht so viel runtergefahren sind, weil die Pause gar nicht lang genug dafür da war. Dementsprechend war es gut. Trainingseinheiten sind gut verlaufen. Für mich jetzt die Spiele waren auch gut. Dementsprechend ist es ein positives Fazit und von mir aus können die Vorbereitungen immer so laufen. Man könnte ja schon fast sagen, Lukas Böder ist bereit für die Rückrunde. Wir fragen mal, was hast du dir denn vorgenommen für die Rückrunde? Ja, ich bin auf jeden Fall bereit. Das stimmt. Ich habe mir vorgenommen, im Prinzip mehr Einsätze zu bekommen. Ich habe leider schon ein Tor gemacht, deshalb versuche ich nochmal ein Tor zu machen. Und dann auch genauso mit Assists ein bisschen vielleicht die Statistik ein bisschen aufbessern. Und Spaß haben, viel Einsatz haben und viele Siege am besten, wenn ich auch spiele dann. Ja. Dann drücken wir dir dabei die Daumen und hoffen das Beste für dich und bedanken uns recht herzlich für das Interview. Vielen Dank, danke sehr.